Mist, so ein Kack. Scheiße. Scheiße. Nee, das will ich nicht sehen. Hallo und herzlich willkommen zu der täglichen ODE Talkshow. Das heutige spannende Thema ist Fortnite. Und hat es einen schlechten Einfluss auf unsere Kinder? Bei mir im Studio begrüßen wir Johnny Smith, ein Mitarbeiter von Epic Games, Markus Müller, ein Experte für Computerspiele und Oskar Winter, ein Experte für Verhaltensstörungen. Zuerst lassen wir Oskar Winter, unseren Experten für Verhaltenswissenschaften, zu Wort kommen. Oskar Winter, wie sehen Sie das? Also ich als Experte finde, dass das Verhalten der Kinder, die Fortnite spielen, deutlich geschädigt wird. Deshalb finde ich, dass Fortnite schlecht ist. Okay, danke schön. Wir fragen jetzt nochmal unsere Experten für Videospiele. Also ich sehe am Konzept von Fortnite jetzt nicht schlechter, denn es hat gute Animationen, ist ein im Grunde harmloses Spiel. Natürlich wird da durch Gewalt etwas verharmlost, aber das machen andere Spiele ja auch. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Gast, ein Angestellten von Epic Games. Was sagen Sie dazu, Johnny Smith? Ich finde an Fortnite nichts schlechter. Epic Games meines Erachtens nach keine schlechten Spiele entwickelt. Okay, nach 5 Stunden können wir dann auch endlich zum echten Thema kommen. Was ist das für ein Dreck hier? Ach, sowieso keiner. Ich zock jetzt. Okay, nochmal. Okay, jetzt. Fortnite spielen deutlich geschädigt wird. Nochmal. Angestellte von Riot Games. Was sagen Sie dazu, Johnny Smith? Epic Games. Epic Games, ja. Du bist das kein Experte, ne? Was glaubst du? Ja, okay, jetzt kommen wir zu unserem letzten Gast. Noch einmal! Was ist denn Epic Games, meines Erachtens nur keine schlechten Spiele erfindet. Scheiße! Stopp, Alter! Nico, geh mal hinten, Alter! Nico, du hast und dann scheiß mal wieder auf meinem Kopf. Nico, geh mal. Und wieder eine. Ich. Fertig.